Okay. Also. Dann geht's los. Parkbremsgesetz. Tippex und Instrumente im grünen Bereich jetzt, ja. Per Meter auf 0. Dann Gashebel 1700. So, Magnete. Rechts. Beide. Links. Beide. Okay, das passt. Vergaservorwärmung. Jo, 50. Okay, ist klar. Und zurück. 250, 7 Knoten. Ich hab mal schlecht verstanden. Unterdruck 4,5 bis 6, das passt. Gasleerlauf 600 bis 700. Okay, und sie geht nicht aus. Das ist gut. So, dann. Primer ist verriegelt, Zündung ist auf beide, Vergaservorwärmung ist kalt, Gemischhebel ist vollreich, Türen und Fenster sind verriegelt. Sitze und Gurte sind geprüft, ATC-Freigabe, okay. Start- und Abflugbriefing. Hammer, wir gehen hier. Gehen hoch, gehen in den Gegenanflug, machen eine Midfield-Crossing 2000 Fuß, drehen das Radial von Löwenberg ein. Das ist ein Kurs von 302 Grad. Genau. Und steigen auf 2200 Fuß, wenn die Wolken nicht zulassen. Dann Notfallmaßnahmen besprochen. Wenn Motorausfall, während wir noch rollen, einfach komplett abbremsen, wenn wir schon hier startet sind und der Motor fällt aus und wir haben noch genügend Landebahn zur Verfügung, dann gehen wir zurück auf die Bahn. Wenn der Motor ausfällt, wir haben nicht mehr genügend Bahn, sind jetzt hoch in der Luft, links in das Feld, aber nur aufpassen wegen der Hochspannungsleitung. Und los geht's. Speed is alive. 60 Knoten, leicht rotieren und jetzt kommt sie hoch und in den Wind stellen, um die Centerline zu halten, nicht so wie er. Naja, er ist da so links rüber. So. Und airborne. Gut fällt, meinte ich übrigens hier.
Kranz im Rendezvous mit dem Rettungswagen. Just verstanden. Wir haben die 2-3 in Betrieb und Platzrundenverkehr. Das ist verstanden. 2-3 mit